Shalom. Salvete qui cumque estis. Bonam erga vos voluntatem habemus, et pacem per astra ferimus. Herzliche Grüße an alle. Hello from the children of planet Earth. Herzliche Grüße an alle. Hello from the children of planet Earth. Am Beginn des Erdzeitalters Trias vor rund 250 Millionen Jahren beherrschten für 190 Millionen Jahre die Dinosaurier die Erde, bis sie am Ende der Kreidezeit ausstarben, vermutlich durch einen Meteoriteneinschlag im Golf von Mexiko. Ludwig von Beethoven, geboren am 16. Dezember 1770 in Bonn, gestorben am 26. März 1827 in Wien. Er verkörpert gemeinsam mit den ebenfalls in Wien wirkenden Komponisten Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart die Musikepoche der Klassik KLASSIK. Darüber hinaus wird er als letzter Klassiker und erster Romantiker tituliert. Beethovens wichtigste Werke sind die 9 Symphonien, die 5 Klavierkonzerte, das Violinkonzert in D-Dur, die 16 Streichquartette, die 32 Klaviersonaten, die Oper Fidelio, die Messen Opus 86 in C-Dur und Opus 123 Missa Solemnis. Bereits im Alter von 27 Jahren wurde Beethoven schwerhörig. Mit 48 Jahren war er vollständig ertaubt. Beethovens Hauptthema im Schlusschor des vierten und letzten Satzes seiner Symphonie Nummer 9 in dem Moll Opus 125 schmückt seit 1972 die Hymne des Europarates und seit 1986 die Hymne der Europäischen Union. Die Instrumentalfassung jener Ode an die Freude verknüpft das Freudenthema Freude schöner Götterfunken mit dem Solidaritätsgedanken Alle Menschen werden Brüder. Ludwig van Beethoven ist einer der meist aufgeführten Komponisten auf der Erde. Aufgrund der anhaltenden weltweiten Covid-19-Coronavirus-Epidemie entfallen weiterhin alle geplanten Veranstaltungen, Konzerte, Museumsführungen und Bildungsaktivitäten im Beethoven-Jahr 2020.